Für den Augenblick sieht es mal so aus, als würde es nicht regnen. Fuck, ich steige hier in der Pfütze. Ja, ich hole Zillitz dann ab. Mal gucken, was heute so auf dem Programm steht. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, wir haben gestern gar nichts ausgemacht. Da ist er auch schon, mein persönlicher Uber-Fahrer. Na, jetzt muss er den Dicken wieder filmen. Heide, nein. Hier geht's aber auch zu in Hanau. Das ist echt gefühlt so richtig City-like. So, schauen wir mal, wer schneller ist. Die Oma im Audi oder der Opa? Moin, Till. Moin. So alles geil, voller Kameras. Mega. Ich habe eine DNA-Probe von Angie. Ich kann mir eine eigene Angie machen. Diese tiefgelegten Proletenautos. Dass ich da meinen Arsch rauskriege. Dann noch mit seinen Sportsitze, weißt du? Ja, mit seinen Vollschalensitze. Ah, da klemmt die Hüfte. So, da wären wir. Leichter Regen in Hanau. Die Frisur hält. Zwei blöde Eingedanken. Ah, das ist so schlimm mit dem. Leute, wenn ihr das Konzept eines Seelenverwandten irgendwie nicht glauben könnt, ich kann's. Ach super, ich nehme nicht auf. Fuck. Meine beste Aufnahme des Tages. Leg mich. Leute, ich habe wieder mal nicht aufgenommen und ich habe das allerbeste des Tages verpasst. Zwei blöde, ein Gedanke, sage ich nur. Aber jetzt ist auch nicht mehr lustig. Schaut sein Video, da ist es drauf. Mann! Warte mal, mach ich. Schön. Ah, ab zu Angie. Spiegelverkehrt. Was? Die Küche ist spiegelverkehrt. Ich mache jetzt auch mal irgendwie so einen Rundgang. Wusstet ihr als Zuschauer beim Till, dass Wohnzimmer und Esszimmer ein und derselbe Raum ist? Krass. Ich wollte mir nie aufgefallen. Jetzt haben wir gerade eine YouTube-Challenge gemacht und jetzt richten wir uns kurz her und dann geht's ab in Richtung, wo geht's jetzt eigentlich hin? Die Altstadt. Nach Altstadt. Steinheim. Dann wird ein bisschen gefoto-challenged. Ja, was heißt Challenge? Till ist dabei, das heißt, ich habe keine Herausforderung. You are so dumb. You are really dumb. For real. Ist klar. Ein sehr romantisches kleines Örtchen, aber was mir gefällt, hier gibt es Fachwerkhäuser. Das macht das Fotografieren natürlich einfach, weil hier hast du an allen Ecken und Enden was, was du fotografieren kannst. Und guck mal, alles so schön Efeu überzogen. Aber die arme Angie wartet halt jetzt dauernd. Weil ich mit manuellen Objektiven dann auch noch so lange brauche, bis ich ein Foto gemacht habe. Der braucht immer lang.
Und nein, das macht er nicht, weil er gerade filmt. Der läuft immer so komisch. Du Sack! Das ist wie mit Kindern. Wir haben jetzt gleichzeitig umgedreht. Ich hab nicht geguckt. Du sollst fahren. Ich fahre? Ja, aber ständig fummelst du an dem Ding rum, echt? Irgendwann werden wir einen Unfall bauen wegen dir. Der Till hat einen Alltagsvlog im Auto und hat jetzt gerade bei der Auffahrt der Tiefgarage, wenn man so über den Knick drüber fährt, gerade zweimal den Unterboden aufgeschrammt. Was sagt uns das? Till hat ein schlechtes Auto. You know, they say if you can't say anything nice, don't say anything at all. Angekommen in Hanau zurück. Jetzt sind wir ganz nah davon, wo mein Hotel ist. Dann schauen wir da wohl noch in die Altstadt. Genau. Jo. Jetzt sind wir erstmal in einem richtigen Parkhaus. Genau, aber das Parkhaus dürfte euch aus meinen Videos auch schon bekannt sein. Ja, nice. Was, der macht Videos? Das ist mein Drone-Show. Hör auf, dass mein Wirbel. Warte, ich komme ja nicht hinter deinem Wirbel hin. Ja, aber in 2 Jahren. Nein, nein, nein. So, ich bin jetzt ganz außer Atem, während der Till, der faule Hund, hier die ganze Zeit nur Enten filmt und fotografiert, bin ich einstweilen ein paar Runden durch den Park gelaufen und da hinten ein bisschen geklettert. Man will ja auch körperlich ein bisschen fit sein und aktiv bleiben im Urlaub. Da schauen die schon wieder an. Habt ihr keinen Mann? Kannst du nochmal pudern? Schon mal ähnlich.